Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ihr seht es schon, ich bin mal wieder der erste YouTuber, der heute kein IW-Beta-Gameplay bringt. Und die Gründe stehen natürlich offen, ich bin kein Konsolenspieler, ich bleibe dem PC treu. Auch wenn man das schon letztes Jahr gesehen hat, dass die BO3-Beta sehr starke Performance-Probleme hatte. Und ich denke, dass es jetzt einfach genau so sein wird, dass die PS4 wieder bevorzugt wird und auch die ganzen Konsolen, weil ich denke, die Beta für PC, die jetzt nicht rauskommt, hätte einfach zu sehr vielen Problemen geführt. Und zwar, dass es sehr viele Performance-Probleme wieder geben würde, weil ihr müsst erstmal bemerken, auf Konsole hat jeder dasselbe. Jeder hat eine Konsole mit einem Controller und das war's. Und auf PC gibt es halt sehr, 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 sehr viele verschiedene Komponenten. Und deswegen gibt es auch wesentlich mehrere Probleme auf dem PC als auf Konsole. Weil sobald man ein Problem auf der Konsole gefixt hat, ist es für alle gefixt. Sobald man ein Problem auf PC gefixt hat, ist es nicht für alle gefixt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen gab es auch letztes Mal in der BO3-Beta sau viele Probleme auf dem PC und waren auch sau viele nicht überzeugt von dem Spiel und haben sich das wahrscheinlich deswegen auch nicht gekauft. Was man jetzt auch natürlich sehen kann, wie wenig Spieler es einfach auf dem PC gibt. Was halt echt traurig ist. Und ich hoffe, dass PC nicht ausstimmt, wie letztes Jahr mit BO3, dass es nach einem Monat keine Spiele mehr gibt, sondern nur zu den Hochzeiten wie 16, 17 Uhr. Und ja, es ist verdammt traurig, dass ich die Beta nicht spielen kann. Ich sollte heute eigentlich eine PS4 bekommen von einem Kumpel, der mir sie echt versprochen hat. Und jetzt meinte, nee, ich spiele die Beta selbst. Ich so, ja, schön. Aber an sich ist es auch nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich bleibe dem PC treu. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich es verdammt langweilig finde, Konsolen-Gameplays anzuschauen. Sei es auf Twitch, sei es auf YouTube. Es gibt wirklich ein, zwei Spieler. Pamarsch ist einer von denen, wo ich mir wirklich die Gameplays noch mit anschaue. Jeff zum Beispiel als Streamer, einer der besten, sei es mal Public-Spieler, die ich so kenne, wo es auch wirklich interessant ist, die Gameplays mit anzuschauen. Carsten, ich meine, du spielst ja auch ganz gut, aber das Gameplay ist halt mega langweilig. Ich bin ehrlich. Also, Konsolen-Gameplays ist halt nicht so meins. Und auf PC kannst du dich halt noch ein bisschen... Ja, du kannst was Eigenes bauen, so. Mal angenommen, wenn Seville und ich jetzt gegeneinander spielen würden und wir die Gameplays so anschauen würden, würde ich natürlich mein Gameplay rauserkennen können. Weil auf PC jeder sein eigenes Movement hat. Und auf Konsole ist es irgendwie ziemlich gleich irgendwie. Sieht alles gleich aus. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die meisten... Jetzt kommen wieder die Experten und meinen, yo, hate doch nicht Konsole, du kannst nichts, ne? Ich denke es immer noch, dass Konsole für mich nicht geeignet ist. Das ist einfach so wahr. Ich meine, ich habe sau viele schon auf Konsole hinbekommen. Ich habe da auch schon über 500 Mobs und so weiter. Habe auch sehr viel Black Ops 1 früher auf PS3 gespielt. Aber die Zeiten sind jetzt, denke ich mal, vorbei. Und warten wir jetzt einfach mal drauf, bis IW in 1, 2, 3 Wochen auf PC rauskommt. Und COD4 remastert. Und ich hoffe, dass es wieder so Pro-Mod-Mods gibt und alles. Ey, ich hoffe es einfach. Und das soll es eigentlich von diesem Video gewesen sein, theoretisch. Aber dazu muss ich noch einfach mal sagen, die geile Beta, der Anfang von gestern, es war todeswitzig. Wie abgefuckt Monte in seinem Stream gestern war. Ich meine, es haben über 25.000 Leute, glaube ich, zugeschaut. Und die Beta sollte ja um 19 Uhr losgehen. Und alle Streamer sitzen da vor ihren PS4s und versuchen, dieses Spiel zu starten. Und es geht einfach nicht, weil die Server down waren. Und jeder hat sich auch wieder drüber beschwert, als die Server wieder funktioniert haben. Was an sich ja Server sind, aber dazu kommen wir gleich. Denn Jeff hat mir gerade gesagt, es wurden Server ja versprochen für die Konsolen. Aber eben war er Host im Stream. Das heißt, das Ganze läuft wieder auf ein Host-basierendes System auf den Konsolen. Und ich denke, dass es wieder andersrum laufen wird, dass wir wieder die Server auf PC kriegen wie bei Black Ops 2 und Black Ops 3. Hoffentlich. Mal schauen. Obwohl, wenn wir ein Host-System haben, können wir wieder die Leute kicken, theoretisch. Die hacken auf PC. Aber vielleicht regelt da Call of Duty wieder was, dass wir halt die ganzen Hacker gar nicht erst haben. Hoffentlich. Naja, wir schauen mal. Also das war's wieder von diesem kleinen Commentary hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Yo, das war's von mir. Haut rein. Yo, viel Spaß bei der IW4 Beta. Falls ihr das... Ja, haut rein. Ne, haut rein.